So. Das ist hier wohl der Tix. Sieht schon aus wie so ein kleiner verrückter Professor. Ich habe die aufregendste Lehrstelle in meinem Bekanntenkreis. Aha. Das freut mich. Jem oder Jem oder wie auch immer. So, Spielzeugproduktionskonsole. Und guck mal, das sieht doch ganz so aus wie gerade eben. Das nette Event, was wir gerade gemacht haben. Instabile Geschenke. Okay, damit können wir anscheinend irgendwas machen. Können wir aufheben. Schmettert euer instabiles Geschenk gegen ein Ziel, um es explodieren zu lassen. Okay, wo haben wir ein Ziel? Oder können wir das einfach so hier gegen die Wand schmeißen? Ja, okay, das war wohl nichts. Teleporter. Wenn wir jetzt nochmal die 1 drücken, dann passiert nichts. Naja, wir lassen es einfach mal hier liegen, würde ich sagen. Wählt das Spielzeug aus, das ihr heute herstellen möchtet. Golemwürfel, Spielzeug oder Plüschgreif. So. Und jetzt? Tix hat die Plüschgreifen extra kuschelig entworfen, aber sie sind außerdem extra niederträchtig. Okay. Besorgt Geschenke für die Spielzeugprinzessinnen. 0 von 15 Geschenken erhalten. Okay, Leute, also wie gesagt, das ist ja sowieso hier eine Gruppenaufgabe. Ich wollte es euch einfach nur mal wirklich kurz zeigen. Es tut mir leid, dass wir das nicht machen können. Ich nehme mal an, dass wir hier vielleicht wieder rauskommen. Genug fantastische Ideen für einen ganzen Laden voll neuer Spielzeuge. Nee, so kommen wir da definitiv nicht raus. Das Ding teleportiert einen einfach nur darunter anscheinend. Wie kommen wir hier wieder raus? Normalerweise hat man doch hier immer die Möglichkeit... Vielleicht müssen wir einfach nur sterben. Oh Gott, das will mir, kommen hier nie wieder raus. Wo ist denn bloß dieses Zeichen, was normalerweise über der Karte ist, damit man nie wieder rauskommt? Ach Gottchen, nein. Ach, oder ansonsten, wisst ihr, was wir machen? Wir porten uns ins PvP, so. Und dann porten wir uns aus dem PvP wieder raus. Das ist zwar tatsächlich alles ein bisschen umständlich, aber irgendwie wüsste ich sonst nicht, wie wir hier wieder wegkommen. Die Musik passt auch gerade wirklich ganz wunderbar hervorragend, um da ins PvP zu gehen. Ach, ist das schön, ja. Ach, das Herz der Nebel, Mensch, da waren wir auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Da könnten wir auch mal wieder irgendwann einen Abstecher hinmachen, je nachdem, was ihr mir sagt. So, und wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Verlasst die Nebel. Und jetzt landen wir hoffentlich nicht wieder auf dem Schiff. Nein, es sieht so aus, als ob wir nach Löwenstein kommen würden. Das würde ich ja sehr begrüßen, das wäre wirklich ganz, ganz fein. Ich finde die Musik so toll, das gibt's echt nicht. Ach ja, schade, schade, dass das Event dann jetzt dann bald wieder vorbei ist. Ich bin mal gespannt, ob es zu Ostern oder so dann auch wieder ein neues geben wird. Ich nehme es mal ganz stark an. Und was man dann da so Lustiges machen muss, bestimmt gibt es dann irgendwie ein Event, wo man Eier suchen muss. Dann gibt es mit Sicherheit irgendetwas mit Hasen. Ich hoffe nicht irgendwie so Hasenbraten machen oder sowas. Das finde ich so schön. So, wir gehen mal gerade ein bisschen auf Seite. Boah, das ist aber echt ganz schön grell, oder? Das blendet ohne Ende hier, der Schnee. So, jetzt sind wir da gerade noch so einem Schneeball entkommen. Habt ihr das gesehen? So. So, jetzt schauen wir gerade mal nochmal, wie das hier mit der Aufgabe aussieht, mit der... mit unserer persönlichen, irgendwie werden wir dahin geschickt. Weiß der Teufel, wieso? Wir porten einfach mal dahin. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was wir machen müssen. Ich weiß nicht mal, was unsere letzte Aufgabe war, wenn ich ehrlich bin. Achso, guck mal, hier geht's raus. Okay. Gendaran-Felder. Okay, da müssen wir anscheinend hin für unsere persönliche Aufgabe. Wäre natürlich auch ein Gebiet, wo man ein bisschen
leveln könnte. Wobei, wir haben ja die Brisbane-Wildnis noch gar nicht abgeschlossen. Da haben wir ja dann, weil wir viel zu klein waren, oder naja, was heißt viel zu klein, aber ein bisschen zu klein, sind wir ja dann zu den Noren gewechselt und jetzt haben wir da das komplette Gebiet abgeschlossen. Da können wir natürlich auch erstmal die Brisbane-Wildnis beenden, bevor wir uns dann in ein ganz neues Gebiet wagen. Fällt mir gerade so ein, jetzt wo ich das hier lese und sehe, dass hier überall 0 von 11, 22, 16 und so weiter steht. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt, wie gesagt, erstmal um die... Wo müssen wir denn da hin? Das ist ja furchtbar. Da müssen wir uns jetzt irgendwie hin... Na gut, okay, dann machen wir das mal. Oder hat jemand ein Geschenk geöffnet? So, ich möchte jetzt ehrlich gesagt gar nicht großartig hier irgendwelche Sachen einsammeln. Also wir werden jetzt keine Aufgaben erledigen, wir werden keine Sehenswürdigkeiten mitnehmen, es sei denn natürlich, wir laufen zufällig dran vorbei. Aber ansonsten mag ich dann das Gebiet irgendwann mal für sich machen und nicht jetzt so nebenbei, weil dann fangen wir jetzt wieder eins an, obwohl wir das andere noch nicht beendet haben. Das mag ich ja nicht so gerne. Ich bin ja da immer so ein bisschen, ja, ich mag das alles so ein bisschen geordneter dann und nicht hier ein bisschen anfangen und da ein bisschen anfangen und so weiter, sondern ich mag dann immer halt ein Gebiet komplett abschließen mittlerweile. Früher war ich da nicht so diszipliniert, das habe ich, glaube ich, relativ am Anfang mal erzählt. Da habe ich euch auch gefragt, wie ihr das immer so macht, ob ihr wirklich immer ein Gebiet komplett abschließt. Juhu, Stufenaufstieg! Oder halt einfach nur, ja, bis zu einem bestimmten Level und dann in das nächste huscht. Und ich habe ja da noch gemeint, dass ja da mein Freund sehr diszipliniert ist und immer erst eins komplett fertig macht, bevor er in das nächste geht. Und mittlerweile mache ich das genauso. Weil ich es wirklich schade finde, wenn man dann irgendwie zu 80% eine Karte abschließt und, naja, warum nicht die Belohnung mitnehmen, die man dann am Ende immer bekommt. So, auch gestern haben wir wieder ein Gebiet abgeschlossen bei den Char und jetzt sind wir am Überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Wahrscheinlich tatsächlich zu den Silvari, weil das mein Freund ja noch nicht kennt, ich ja schon. Aber es war ja wirklich sehr, sehr, sehr schön da gewesen. Und mir fällt gerade noch etwas ein, wo ich Silvari sage, im Hain soll es irgendwo Händler geben, wo man die Karma-Punkte eintauschen kann. Das habe ich, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen schon mal erwähnt. Müssten wir auch mal gucken, weil wir haben ja jetzt einiges an Karma-Punkten erreicht. Ja, 4368. Da kann man definitiv mal gucken gehen, was man da so Schönes für bekommt. Und ich muss sagen, dass mir dieses Gebiet hier sehr gut gefällt. Also das ist richtig schön, ja, schön grünlich und freundlich irgendwie. Abenteuer in der Fremde. Oh, Abenteuer in der Fremde. Ja, ja. So, da liegt ein Toter. Oh, da sind einige böse Gesellen. Da schleichen wir uns jetzt einfach mal drum herum. Der Tote könnte ruhig tot sein. Der ist mir gerade echt wirklich total egal. So. Wir haben ihn einfach nicht gesehen. Das war jetzt richtig gemein. Aber habt ihr gesehen, wie viele Viecher da standen? 4, 5 Stück. Alle Level 27. Nee, das schaffen wir definitiv nicht. So, was haben wir hier? Eine orianische Leiche? Ich habe da erst organische Leiche gelesen. Jeden Tag lernt man etwas Neues. Ja, da hast du wohl recht. Das ist ja wirklich nicht so schön, was hier rumfliegt. So, aber da unten kommen wir anscheinend gleich weiter. Beziehungsweise habe ich die Vermutung, dass man dann da auch wieder in ein anderes Gebiet kommt. Und ich frage mich echt, wo wir eigentlich hin müssen. So. Ja, da seht ihr schon das Portal. Da kommen wir jetzt wieder zu irgendwas anderem hin. Oh, dann müssen wir uns da vielleicht auch nochmal komplett durch die Karte boxen. Das wäre ja ärgerlich. Naja. Kessex-Hügel. Das gehört, glaube ich, zum zweiten Gebiet der Menschen. Das erste habe ich schon wieder vergessen, wie das hieß. Oder ist das erste sogar? Boah, ich weiß es gar nicht. Nee, wahrscheinlich ist es das zweite, wenn wir hier hin müssen, oder? Oder wir müssen ja nur durchlaufen. Wer weiß das schon? Ja, das ist ja ganz prima. Ja, das ist das zweite. Das sieht man ja schon am Level. Ganz toll. Da wird man geportet und... Was zum... Wieso sind wir denn jetzt tot? Ich bin dem Tode nah.
Ja, das weiß ich, Shai. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Na, das ist ja ganz prima, prächtig. Wurden wir jetzt tatsächlich... Wo müssen wir denn hin? Naja, wurden wir jetzt schon während des Ladebildschirms tatsächlich irgendwie geschlagen? Und waren deshalb schon halb tot? Ich habe das gerade überhaupt nicht mitbekommen. Das interessiert mich dann nachher mal beim Zusammenschneiden. So. Weiter geht's im Takt. Wir müssen irgendwie irgendwo da runter. Boah. Okay, das hätten wir vermutlich auch irgendwie alles viel einfacher haben können. Nehme ich war fast an. Oder können wir das sogar einfacher haben? Sollen wir uns nicht einfach, wenn da der Kringel ist, sollen wir uns nicht einfach hier hinborden? Ach, das wäre Kaledonwald. Also ich blicke hier irgendwie nicht durch. Das ist mir irgendwie alles Menschenskinder. Ah, den haben wir schon abgeschlossen. Ist das schön? Ist das schön? Ist deswegen links neben dem Kaledonwald, seht ihr diese blaue... Was soll das sein? Dieses blaue Dingsbums? Ist das, weil wir das abgeschlossen haben? So eine Art... nennt man das? Nicht Wappen, sondern... Mensch, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Naja, egal. So, und dann gehen wir von hier aus... Oh, erinnert ihr euch? Mensch, was sind wir hier gestorben? Oh mein Gott, was sind wir hier gestorben? Unter Wasser. Oh Mann, da werden Erinnerungen wach. Das ist wirklich unglaublich. Da, ja, genau, diese blöden Viecher da. Auch Mensch, und mit der Sehenswürdigkeit unter Wasser und allem Pipapo. Ach Mensch... Das waren Zeiten. So, ach, ist das schön hier. Ich vermisse so ein bisschen den Kaledonwald, unsere Heimat. Jetzt hätten wir eigentlich mal fix in den Heim gehen können, um dann mal nach den Karma-Punkten zu gucken, ne? Ach, egal. So, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Schauen mal, was uns da erwarten mag. Oh Gott, ich bin mal wirklich gespannt, wo wir jetzt hin müssen eigentlich. Wo der uns wirklich hinlotst. Das ist halt auch genau das, was ich vor ein paar Folgen gemeint habe. Wenn man die persönliche Aufgabe nicht direkt so in einem Stück wirklich irgendwie macht, dann kann man da schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch andere Charaktere hat, mit denen man dann auch noch eine persönliche Aufgabe macht. Dann ist das schon mal so ein bisschen schwierig, da irgendwie den Überblick zu bewahren. Und ich weiß wirklich bei aller Liebe nicht mehr, was wir getan haben beim letzten Mal. Ich glaube, wir haben den einen Zwilling befreit. Kann das sein? Haben wir den einen Zwilling befreit oder wollten den befreien? Boah. Mit dem Frosch da, mit dem Heileck oder wie die heißen? Mein Wag an der Backe. Ja, soll uns aber erstmal einfach egal sein. Den sehen wir nicht. Wir laufen mal weiter. Hoppala. So, was haben wir da? Guckt mal, da ist es. Da werden wir gleich in eine Instanz teleportiert und können tatsächlich unsere persönliche Aufgabe weitermachen. Das ist ja wirklich unglaublich. Ah, da nennt sich jemand Ponyhof. Das ist ja schön. Guten Tag, Ponyhof. So, möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen, geschärfte Dornen? Ja, bitte. Wow, das ist mal wieder ein sehr schöner Ladebildschirm. Habe ich gleich mal einen Screenshot von gemacht. Und, oh, was geht denn da vorne vor sich? Schlechte Neuigkeiten, Herold. Offenbar waren die Orianer zuerst hier. Okay. Mein Adrenalin steigt an. Mir dämmert da gerade was. Wir haben doch mit unserer Mami gesprochen, ne? Und unsere Mami hat uns doch dann hier irgendwie ausgesandt, oder wie war das? Und wir mussten uns wieder entscheiden, mit wem wir mitgehen. Und dann haben wir uns für sie hier entschieden. War das so? Naja, wir warten mal ab. Seid gegrüßt, Heroldin des blassen Baums. Ein schöner Tag zum Kämpfen, was? Solange wir gewinnen, sind wir da einer Meinung. Ihr kämpft heute an der Seite der Wachsamen. Unsere Soldaten sind gut ausgebildet, motiviert und entschlossen, Tyria zu verteidigen. Jedes Mitglied der Wachsamen schwört einen Eid, die Unschuldigen zu beschützen.
Wir sind das Licht in der Finsternis. Wir halten die Stellung, egal um welchen Preis. Eine wahrhaft noble Pflicht. Die Wachsamen sind also eine Militärorganisation? Ja, aber wir können mehr als nur kämpfen. Wir helfen auch den Überlebenden von Drachenangriffen. Wir bieten Fürsorge und Verteidigung gleichermaßen. Dorngestrüpp! Die Untoten sind überall! Wir müssen ihre Aufmerksamkeit von der Freistadt ablenken, oder sie wird überrannt, bevor die Entsatztruppen da sind. Sagt mal, fangt ihr gerne schon mal an zu tanzen, bevor die Kapelle kommt? Mir gefällt, wie ihr denkt. Dann wollen wir unserer Verstärkung mal etwas Zeit erkaufen. Ich folge euch.